Zur Vorstellung der zweiten Praxisbroschüre mit Beispielen familienfreundlicher Unternehmen in Brandenburg traf man sich am 16. November im Kreiskrankenhaus Prignitz. Mit dabei waren unter anderem der Staatssekretär Andreas Büttner sowie der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Brandenburg, Dr. Steffen Kamrath. Carsten Krüger, Geschäftsführer des Kreiskrankenhauses Prignitz, erläuterte in seinem Vortrag viele Beispiele, wie in seinem Unternehmen das Thema Familienfreundlichkeit umgesetzt wird. Von flexiblen Arbeitszeiten, flachen Hierarchien, individuellen Lösungen für Arbeitnehmer und einer guten Portion Verständnis wurde hier gesprochen. Auch Marlies Lenz, Geschäftsführerin vom Pflegedienst Lenz, konnte ihr familienfreundliches Unternehmen mit einer lebensnahen Schilderung vorstellen. Katrin Seehaus und Marina Hebes der Stadtjugendpflege Wittenberge stellten außerdem einzelne Projekte ihrer Arbeit vor, darunter Prignitz weitergedacht familienfreundlich in die Zukunft. Gerade in strukturschwächeren Regionen wie Brandenburg und der Prignitz ist es wichtig, Arbeitnehmern attraktive Angebote im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie bieten zu können. Wir haben in Brandenburg einen Fachkräftemangel in ganz vielen Bereichen. Wir haben das insbesondere natürlich auch in den Gesundheitsbereichen, in den gesundheitsnahen Bereichen. Und heutzutage ist es nicht mehr nur so, dass man gute Löhne haben muss. Die muss man haben, da legen wir auch Wert drauf. Aber daneben muss es eben noch andere Möglichkeiten geben, wie Vereinbarkeit von Beruf und Familie, damit man auch mehr Zeit für die Familie hat, damit man mehr Zeit auch für seine Freizeit hat. Das steigert Attraktivität und das bindet letztendlich dann auch Fachkräfte. Deswegen ist das so wichtig. Die Broschüre mit 11 Unternehmen aus Brandenburg, darunter 2 aus der Prignitz, wurde von der Servicestelle Arbeitswelt und Elternzeit erstellt und ist mit einer Auflage von 3000 Stück um das Dreifache gewachsen, was die Bedeutung und das Interesse am Thema weiter unterstreicht. Also wir sind der festen Überzeugung, wer auf lange Sicht Fachkräfte gewinnen und halten will im Betrieb, ist gut beraten, familienfreundliche Modelle einzuführen. Die gibt es, die haben auch andere schon erprobt und erfolgreich eingesetzt. Die Broschüre zeigt 11 gute Beispiele, die man sich ansehen kann und die wirklich anregen sollen, sich diesen Modellen anzunähern und selber familienfreundliche Konzepte in seinem Unternehmen umzusetzen. Das sind Beispiele aus dem ganzen Land, da sind große Unternehmen, kleine dabei, Dienstleistung und Produktion wirklich gemischt, sodass eigentlich jeder sein Beispiel finden kann. Und das Schöne ist, sie sind ganz transparent. Sie sagen wirklich genau, was sie machen, was sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anbieten. Und wir können nur sehr empfehlen, solche Modelle zu nutzen. Es ist für jeden Betrieb auf Dauer eine Investition, die sich lohnt. Aber nicht nur die Unternehmen öffnen sich mehr und mehr den Belangen der Beschäftigten. Auch die Politik sieht die Notwendigkeit, für Fachkräfte eine Verbesserung der Arbeitslage garantieren zu können. Also es gab eine Gesetzesänderung im Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz im Juli 2015 und das Mutterschutzgesetz wurde auch Anfang diesen Jahres geändert, nochmal in Kraft getreten. Und aufgrund der unterschiedlichen Veränderungen und Möglichkeiten und Flexibilitäten, die Gesetze halt jetzt für die neue Zukunft bieten, sind dadurch auch die Nachfragen gestiegen seitens der Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen und aber auch der Betriebe, sodass wir aufgrund der großen Nachfrage halt auf unsere Beratungszahlen wachsend dann auch kommen. Beim abschließenden Rundgang durch die Küche und das Labor konnten sich alle Beteiligten nochmal ein eigenes Bild davon machen, wie das Unternehmen auf die Thematik eingeht. Ein Vorzeigebeispiel befindet sich derweil noch im Bau. Gleich neben dem Kreiskrankenhaus entsteht gerade eine neue Kita sowie ein Multifunktionsgebäude. Hier werden Arbeitsplätze geschaffen und das Unternehmen weiter gestärkt. Denn nur durch qualifizierte und motivierte Fachkräfte, da sind sich alle einig, stellt sich unternehmerischer Erfolg in der Zukunft dar.